Liebe Brüder und Schwestern, ist es eigentlich nicht sehr verständlich, wenn da die Arbeiter im Weinberg, die da den ganzen Tag über gearbeitet haben, protestieren, dass da die einen, die letzten, ja die nur eine Stunde gearbeitet haben, ebenso viel bekommen, wie die, die sich den ganzen Tag über abgemüht haben? Denken nicht wir selber genauso? Würden nicht auch wir murren, ja, vielleicht diesem Besitzer des Weinbergs Vorwürfe machen? Irgendwie fühlt man sich da ungerecht behandelt. Man müht sich ab, man arbeitet, man schwitzt, man setzt seine Kraft ein. Und die, die da den ganzen Tag nichts getan haben, bekommen genauso viel. Irgendwie ist das nicht ganz verständlich für uns. Aber wie der Herr heute im Evangelium sagt, es geschieht kein Unrecht, weil ja ein Denar vereinbart worden ist. Ja, wir haben in der Lesung gehört, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Ja, Gott denkt anders. Gott hat andere Maßstäbe. Wir werden von klein auf so in diesem Denken trainiert, in dieses Denken hinein gepresst manchmal, ja, für entsprechende Arbeit, für entsprechende Leistung gibt es Lohn. Lohn entsprechende Arbeit, das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Wer nichts tut, bekommt nichts. Wir sind gewohnt, dass wir Geschäfte machen. Dass wir etwas geben und dafür etwas bekommen. Aber Gott ist ein Gott des Erbarmens, der Liebe. Er ist groß im Verzeihen, so heißt es. Gott verzeiht. Ja, warum sind die einen schon in der Früh auf dem Marktplatz und die anderen, die kommen erst zur 11. Stunde. Gott schenkt Barmherzigkeit. Und es geht ja nicht aus dem Evangelium hervor, warum die so spät gekommen sind. Es ist ja keine Einladung zum Faulenzen, zum Nichtstun, wenn die den gleichen Lohn bekommen. Sondern es ist die Offenbarung der Güte Gottes. Vielleicht konnten sie nicht früher kommen, vielleicht war irgendetwas, was sie daran gehindert hat, vielleicht war es gar nicht Absicht. Gott schenkt immer wieder neu eine Chance, einen Neubeginn. Gott ist gerecht, ja, er gibt den Lohn, aber er schenkt Vergebung. Er schenkt sie in seinem Sohn Jesus. So sollen wir die Güte und Liebe Gottes nachahmen. So wird dieser Lohn, ja dieser eine Denar, für die Arbeiter auch zu einem Werkzeug, ja zu einer Prüfung für ihr eigenes Herz. Was ist im Herzen des Menschen verborgen? Arbeiten wir aus Liebe oder nur, weil es notwendig ist? Ja, dienen wir Gott, weil wir ihn lieben oder kommen wir nur zu ihm und zur Sonntagsmesse,
weil es eben eine Pflichterfüllung ist, weil es Pflicht ist, weil wir müssen, damit wir unsere Pflicht getan haben. Gott möchte unser Herz. Er möchte nicht, dass wir zur Messe kommen, sozusagen, wie manche denken, ja, ich komme so zum Hochgebet oder kurz vor der Wandlung, weil ja die Wandlung das Wichtigste ist, dann empfange ich die heilige Kommunion und dann gehe ich wieder, dann habe ich sozusagen meine Sonntagspflicht erfüllt. Dann hat Gott das bekommen, was er will, was er braucht, und ich habe meine Pflicht getan. Ja, Gott möchte unser Herz, er möchte unsere Liebe. Er möchte uns zeigen, dass er alle Menschen liebt und dass er ein barmherziger Gott ist. Gott entzieht sich der menschlichen Berechnung. Genauso wie man auch nicht berechnen kann, zum Beispiel, ja, ich lebe und warte sozusagen bis zur 11. Stunde und dann, ja, dann bekehre ich mich, dann komme ich zu Gott, dann beichte ich sozusagen kurz vor meinem Sterben und dann ist alles in Ordnung. Dann gewinne ich das ewige Leben und habe trotzdem ein schönes, angenehmes und gemütliches Leben gehabt. Ich genieße alles, nehme auf die anderen keine Rücksicht. Und dann, ja, wenn das Leben dann zu Ende geht, dann schaue ich, dass noch alles recht wird. Gottes Gedanken sind nicht Menschengedanken. Ja, wer weiß, wann die letzte Stunde da ist? Ja, wann diese 11. Stunde kommt? Gott lässt nicht handeln mit sich. Er entzieht sich der menschlichen Berechnung. Auch der geschickteste Taktierer wird zu Schanden. Die Rechnung geht nicht auf. Wer wartet bis zur letzten Stunde, für den ist es meistens zu spät. Ja, und die den ganzen Tag arbeiten, es geht ja nicht so sehr um den Lohn von einem Denar. Dieser eine Denar ist sozusagen nur die Prüfung für das, was in unserem Herzen ist, damit der Herr uns noch überreicher beschenken kann. Wenn wir sozusagen für den Herrn arbeiten in seinem Weinberg, und dieser Weinbergbesitzer ist ja letztlich Gott selbst, unser Vater im Himmel, dann möchte er uns ja überreich beschenken. Er möchte uns viel mehr geben, als er uns versprochen hat, als er uns bewusst wird. Aber nur dann kann er uns beschenken, wenn auch unser Herz offen ist für unsere Mitmenschen, wenn wir bereit sind, dieses Erbarmen Gottes auch anderen zu gewähren, das er uns schenkt. So werden jene, die mit Liebe arbeiten, von Arbeitern sozusagen, die im Weinberg sind, zu Freunden des Herrn. Gott sagt ja im Evangelium, Freund, dir geschieht kein Unrecht. Ja, die Arbeiter sind die Freunde Gottes. Sie werden Familienangehörige. Sie bekommen sozusagen das Erbe. Jene, die verschlossenen Herzens sind, die voll Neid auf die anderen schauen, die ohne Liebe sind, ohne Erbarmen, bekommen nur den einen Denar sozusagen, den gerechten Lohn. Aber jene, die offenen Herzens sind, die in Liebe arbeiten, die auf den Herrn vertrauen, die beschenkt der Herr überreich mit seinen Gaben, mit seiner Gnade. Denn die Gnade Gottes können wir nicht verdienen, auch nicht, wenn wir alle unsere Kräfte einsetzen, auch wenn wir uns noch so sehr abmühen. Die Gnade Gottes, das, was Gott schenkt, ist letztlich immer ein Geschenk, unverdient. Gott schenkt uns seinen Sohn Jesus, den Erlöser, den Retter. Er schenkt uns Vergebung aller Schuld. Er schenkt uns die Gemeinschaft mit ihm. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist und macht uns zu seinen Kindern, zu seinen Söhnen und Töchtern. Ja, er schenkt uns ewiges Leben und die Kraft, dass auch wir Zeugnis geben können von der Güte Gottes, dass wir so leben können, wie es unserer christlichen Berufung
ja unserem Auftrag entspricht. Wie der Apostel uns auch heute in der Lesung sagt, so werden wir zu glaubwürdigen Zeugen des Evangeliums, der Gnade, die der Vater uns schenkt in seinem Sohn. Wenden wir uns neu dem Herrn zu, danken wir ihm für seine Güte und bitten wir ihn, dass er unser Herz erfüllt mit seinem Geist, damit wir alles immer mehr mit seinen Augen sehen und den Menschen in seinem Namen seine Güte und Menschenfreundlichkeit bringen und verkünden. Amen.